Hi und herzlich willkommen zu einem schönen Thema aus dem ersten Semester aus der linearen Algebra. Ich will euch in diesem Video zeigen, wie man mit Gauß-Jordan eine Matrix invertieren kann, sofern diese Matrix denn invertierbar ist. Was genau heißt invertieren? Invertieren heißt, wir suchen das inverse Element der Matrix. Wenn ihr also eine Matrix A habt, dann wollt ihr die inverse Matrix a hoch minus 1 haben, sodass a mit a hoch minus 1 multipliziert die Einheitsmatrix in der passenden Dimension, also hier in 3 Kreuz 3 ergibt. Das Ganze ist übrigens auch kommutativ. Ihr könnt also vertauschen und auch die inverse Matrix von links an die Matrix dran multiplizieren und bekommt dann eben auch die Einheitsmatrix, hier also it 3, die Identität in 3 Kreuz 3. Tja, man kann aber nicht, und das sagt ja schon dieser Beisatz, sofern sie existiert, jede Matrix invertieren. Es gibt Matrizen, die kann man nicht invertieren, die nennen sich dann singuläre Matrizen. Invertierbare Matrizen heißen reguläre Matrizen. Und man erkennt das daran, dass eine Matrix vollen Rang hat, wenn sie invertierbar ist. Voller Rang wiederum heißt, dass die Spalten bzw. Zeilenvektoren linear unabhängig sein müssen. Ja, und noch einfacher kann man das kontrollieren mit der Determinante. Ne, man muss wissen, wenn die Determinante ungleich 0 ist, das müsst ihr erstmal prüfen, dann ist die Matrix A invertierbar, also regulär, und dann können wir Gauß-Jordan anwenden. Wenn die Determinante 0 ist, brauchen wir uns die Mühe mit Gauß-Jordan gar nicht zu machen, weil dann klappt das Invertieren nicht und es gibt keine inverse Matrix zu der gegebenen Matrix. Hier jetzt in dem Fall wäre die Determinante zum Beispiel mit der Regel von Sarrus zu berechnen. Da musste man ja die ersten beiden Spalten nochmal daneben schreiben und dann musste man die Diagonalen bilden. Positiv von oben links nach unten rechts, negativ von unten links nach oben rechts, und dann ist die Determinante hier 8 mal 0 mal 0 plus 2 mal 2 mal 2 plus 4 mal 4 mal 1 minus 2 mal 0 mal 4 minus 1 mal 2 mal 8 minus 0 mal 4 mal 2. Wegen der schönen vielen Nullen fällt da jetzt direkt dieser Faktor, dieser und dieser hier weg. Und dann bleibt nur noch stehen, 2 mal 2 mal 2 ist 8, 4 mal 4 mal 1 ist 16 und 1 mal 2 mal 8 ist auch 16, also 8 plus 16 minus 16, also 8, das ist ungleich 0 und damit ist die Matrix A invertierbar und wir können uns da die Mühe mit Gauß-Jordan machen. Bei der Matrix B, da sehen wir jetzt auf den ersten Blick, dass die beiden ersten Spaltenvektoren zum Beispiel Vielfache voneinander sind. Ich könnte 1, 1, 0 verdoppeln und käme auf 2, 2, 0. Und das bedeutet, die Matrix hat zwei linear abhängige Spaltenvektoren, damit hat sie nicht vollen Rang und damit ist die Determinante von B ganz klar 0 und damit ist B singulär, also nicht invertierbar, und wir brauchen hier überhaupt nichts mehr weiter zu tun. Schnappen wir uns jetzt also die Matrix A, um zu invertieren mit Gauß-Jordan. Das ist ein sehr, sehr schöner Algorithmus, finde ich. Man schreibt die Matrix dafür hin und daneben mit einem Strich getrennt schreibt man die Identität, also hier die Einheitsmatrix 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Und dann muss man mit den klassischen Umformungen, wie beim Zeilenstufenverfahren von Gauss, diese Einheitsmatrix von rechts nach links rüberbringen. Wie könnten wir das machen? Wir könnten zum Beispiel erstmal hier oben durch 8 teilen. Dann haben wir in der ersten Zeile nämlich 1, 2 Achtel, das wäre ein Viertel, und 4 Achtel, das wäre ein Halb stehen. Auf der rechten Seite 1 Achtel, 0 und 0. Und wir haben schon mal oben links die 1 für die Einheitsmatrix erzeugt. Dann können wir sagen, dass wir hier durch 4 teilen und hier durch 2. Und dann haben wir schon mal 1, 0
2 Viertel ist 1 halb, 0, 1 Viertel 0 da stehen und 1, 1 halb, 0, 0, 0, 1 halb. Und dadurch, dass wir jetzt hervorragenderweise überall Einsen haben, macht es uns das Ganze leicht, unterhalb der ersten 1 hier nämlich Nullen zu erzeugen. Indem wir die zweite Zeile nehmen und die erste davon abziehen und auch die dritte Zeile nehmen und die erste davon runterrechnen. Also immer hier mit Minus draufgerechnet. Dann bleibt die obere Zeile unverändert. 1, 1 Viertel, 1 halb und 1 Achtel, 0, 0. In der Mitte haben wir hier natürlich dann eine 0. Da kommt minus 1 Viertel hin. Hier wird eine 0 erzeugt. Minus 1 Achtel, 1 Viertel bleibt und 0. Und unten haben wir 0, 1 halb minus 1 Viertel ist 1 Viertel, hier eine minus 1 halb, dann minus 1 Achtel und 0 und 1 halb. Nächster Schritt, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier eine 1 erzeugen. Und da würde ich jetzt ganz clever einfach mal vorschlagen, wir multiplizieren mit minus 4. Dann haben wir oben alles natürlich unverändert. Daran haben wir nichts getan. Das ist auch so ein bisschen nervig. Man muss es nämlich immer mitschleppen. Ähnlich nervig wie das Geknatsche bei mir im Hintergrund. Wir hatten ein bisschen Sturm in den letzten Tagen und die Welle ist stehen geblieben. Also bitte ignoriert das Geknatsche. Es ist hier das Boot, das sich leider noch ein bisschen bewegt. Was wir hier rausbekommen, ist aber trotzdem 1 und 0. Dann hier eine 1 halb und hier eine minus 1 und eine 0. Unten würde ich jetzt tatsächlich direkt noch was anderes machen, nämlich die Mitte draufrechnen mit plus. Also die römisch 3 plus die 2 rechnen, denn dann ist hier das minus 1 Viertel mit dem plus 1 Viertel einfach weg. Und ich habe schon mal hier eine 0 und noch eine 0. Wenn ich weiter addiere, habe ich hier minus 1 halb stehen. Hier minus 2 Achtel, was aber nichts anderes ist als minus 1 Viertel. Dann 1 Viertel und 1 halb. Und jetzt muss ich nicht mehr viel tun. Ich verdopple hier, aber nicht nur, sondern ich kehre auch das Vorzeichen dabei um. Dann habe ich nämlich die dritte 1, habe die Diagonale schon mal fertig. Hätte also 1, 1 Viertel, 1 halb, 1 Achtel, 0, 0 da stehen. In der Mitte unverändert, die ist auch schon fertig. 0, 1, 0, 1 halb, minus 1 und 0. Und unten 0, 0, 1, jetzt aufpassen, minus 1 Viertel mal minus 2 ist plus 2 Viertel, also plus 1 halb. Hier haben wir minus 2 Viertel, also minus 1 halb. Und hier kriegen wir eine minus 1 raus. Und jetzt kommt der letzte Step. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass hier oben 1 Viertel und 1 halb wegkommt. Und das schaffen wir, indem wir die Mitte minus 1 Viertel mal da drauf rechnen, also quasi plus minus 1 Viertel mal die römisch 2 und außerdem minus 1 halbes Mal, also quasi plus minus 1 halb mal die dritte machen. Dann ist nämlich oben auch 1 Viertel und 1 halb weg. Und da muss man sich jetzt richtig konzentrieren, um sich nicht zu verrechnen. Es steht da 1, 0, 0 und hier 1 Achtel, was da ja vorher war, minus 1 Viertel von dem 1 halb und minus 1 halb von dem 1 halb drunter. Das wäre der erste Eintrag oben links. In der Mitte kriegen wir die 0, die vorher da stand. Dann minus 1 Viertel mal die minus 1 aus der Mitte. Und minus 1 halb mal die minus 1 halb von unten. Das ist der Eintrag in der Mitte. Wir können auch schon mal ein bisschen ausrechnen, dann haben wir besser Platz. Hier wäre es ja 1 Achtel, minus 1 Achtel und minus 1 Viertel. Da bleibt dann nur minus 1 Viertel übrig. Also machen wir es schon mal weg. Schreiben stattdessen minus 1 Viertel dahin. In der Mitte haben wir... Das ist plus 1 Viertel, das ist plus 1 Viertel, also 2 mal plus 1 Viertel, also plus 2 Viertel, also 1 halb. Das heißt, das können wir uns auch schon mal wegcanceln. Stattdessen 1 halb dahin schreiben. Und dann kommt der dritte Eintrag. Da nehmen wir also die 0, die da vorher stand,
aus der Mitte kommt eine 0, das heißt, das können wir uns sparen. Und von unten kommt minus 1/2 mal die minus 1 dazu. Das macht plus 1/2. Also können wir hier direkt wegstreichen und plus 1/2 schreiben. Und die anderen Zeilen, die bleiben zum Glück perfekt gleich, sodass ich als inverse Matrix jetzt auch schon ein Ergebnis habe, nämlich das hier. Das, was da jetzt auf der rechten Seite steht, das ist nach Gauss-Jordan die gesuchte Matrix A hoch minus 1. Und ihr seht schon, es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber es ist total schwierig, sich dabei nicht zu verrechnen. Und was da hilft, ist Konzentration, langsamer machen, als man eigentlich gerne wollte, um Fehler zu vermeiden, und einfach Übung, Übung, Übung. Und die kriegt ihr zum Beispiel auch in diesem Video. Schaut mal rein, bei Fragen meldet euch und Kopf hoch, nur Mut, das mit der Unimatte wird alles gut. Ciao!